Dies ist die Geschichte vom Mann mit dem Aktenduli. Er liebt seine Frau und den öffentlichen Dienst, furzt in den Bürosessel und macht mit dem Kopf auf dem Tisch Überstunden. An jedem Ersten ärgert er sich, dass auch er Steuern zahlen muss. Seine tägliche Bewegung ist der Blick unter den Stuhl, ob da schon Sägespäne liegen. Gib mir den Aktenduli, Dienstwege, die sind lang. Doch in dem Aktenduli stehst du schon mal im Schrank. Alles am Beamtendasein liebe ich wirklich sehr. Das könnte der wahre Job sein, wenn nicht die Menschen wären. Da kommt ein Bürger richtig mit einem Antrag rein. Der nimmt sich viel zu wichtig, den mach ich erstmal klein. Gib mir den Aktenduli, Dienstwege, die sind lang. Doch in dem Aktenduli stehst du schon mal im Schrank. Dann seh ich seinen Antrag und sag ihm klipp und klar: Ganz wunderschöner Antrag, bloß falsches Formular. Pünktlich am nächsten Sprechtag hat er das Richtige da. Leider nur einen Durchschlag, das tut mir leid für wahr. Gib mir den Aktenduli, Dienstwege, die sind lang. Doch in dem Aktenduli stehst du schon mal im Schrank. Nimm dir noch einen Whisky und lass mich jetzt allein. Mit oder ohne Whisky bist du ein armes Bürgerlein. Bis zu den nächsten Wahlen hat dieser Akt noch Zeit. Hörst du die Turmuhr schlagen? Sprechzeit vorbei für heut. Keiner wird um dich weinen auf deinem nächsten Gang. Wird noch mein Bürolicht scheinen, denn Dienstwege, die sind lang.